Hallo, herzlich willkommen zu einer Runde mit Evil Dynasty hier bei Hunzelfunz Let's Play. Ja, ihr seht, wir sind jetzt immer noch hier bei unserem letzten Speicherpunkt angekommen, wo wir letztens aufgehört haben. In dieser Folge wollen wir uns einfach mal die Gegend ein bisschen anschauen. Wir haben ja noch Frühjahr. Mal schauen, was hier so geht. Das Spiel gefällt mir, muss ich sagen, stets immer besser. Auch wenn ich noch nicht so richtig weiß, was ich hier mache, glaube ich. Sieht das hier schon alles ganz entspannt aus. Oh ja, Johanniskraut. Wissen wir auch, wie das aussieht. Das benötigen wir ja, um uns zu heilen. Noch sind wir bei Kapitel 2. Wir müssen quasi nur die Jahreszeit überleben. Und ich denke, das kriegen wir auch hin. Wir haben ja genug Nahrung gesammelt. Und dann wird das ja auch eine runde Sache. Hey. Oh. Halbe besser im Tal. Okay. Schauen wir mal kurz auf die Karte. Ja, okay. Bin ich wohl doch ein bisschen zu sehr abseits rumgelaufen. Aber anscheinend gibt es hier doch auch Stock, okay, nein. Morscheln zu gewissen Jahreszeit oder andere. Na gut, das sind alles Beeren, die unreif sind. Das bringt mir ja alles noch gar nichts. Hey. Inventar, hölzerner Speer, habe ich noch ein paar. Einfache Tasche. Behälter für viele verschiedene Dinge. Einfache Fackeln habe ich und Kleidung natürlich. Ah, ist angelegt. Okay. Gebratenes Fleisch, genau. Und Johanniskraut. Leder, Pelz. Naja, gut. Da haben wir jetzt mal ein Reh. Schauen, ob das diesmal besser funktioniert wie beim letzten Mal. Schauen wir mal. Oh. Das war ja nichts. Boah. Jawohl. Easy peasy. Okay. Also man kann auch ein Tier one-shotten, wie es aussieht. Beim letzten Mal hatte ich ja doch ein paar mehr Versuche gebraucht. Ich könnte auch mal zu meiner Hasenfalle gehen. Auch wenn ich denke, dass ich die einfach an den verkehrten Platz gesetzt habe. Kurz was trinken. Zack. Ja, das sieht schon alles sehr, sehr schick aus. Also wie gesagt, dafür, dass es eine Alpha ist. Im Early Access. Häschen. Hallo? Nicht weglaufen. Wo bist du? Da. Wo ist er hin? Naja, also weg. Schade. Ja, jetzt bin ich wieder daheim. Hey. Und hier hatte ich doch irgendwo meine Hasenfalle. Da. Okay, nichts drin. Nehmen wir Rundholz mal auf. Und dann werden wir noch hölzerne Speere herstellen. Und hepp. Gut, Messer brauche ich jetzt erstmal nicht. Ne? Oh! Neues Gebäude freigeschaltet. Oh, okay, alles klar. Ja, dann auf. Landwirtschaft, Speicher, Ressourcen. Crafting, gehört das dazu?
Okay, also brauche ich Rundholz. Gut, werde ich meine. Ja, werde ich meine Siedlung jetzt hier aufbauen? Ja, fürs erste Mal schon. Ja, machen wir einfach mal. Ich weiß es auch selber nicht. Für das erste Spiel. Für das erste Mal. Baumfeld. Hallo? Hallo? Nein. Aha. Dankeschön. Und Holz, jawohl. Ah, jetzt bin ich schon wieder so langsam. Aber kann ich das jetzt einfach hier? Ich denke mal noch einen Baum. Da haben wir 8 Rundhölzer. Hallo, fällst du um? Dann halt nicht. Oh Gott. Oh nein. Ich glaube, ich bin ein bisschen überladen. Was habe ich denn hier im Inventory? Ja, hölzerner Speer. Aber bis runter muss ich irgendwie schaffen. Kann ich das nicht einfach hier hinsetzen? Arbeitsgebäude zur Herstellung von Werkzeugen und Waffen aus Holz und Stein. Es hat auch einen Arbeitsplatz für die Herstellung und ein kleines Lager. Naja. Ich bin mal gespannt, ob man später auch irgendwie sein Dorf benennen kann. Das wäre verdammt witzig. Hallo Baum, Baum, Baum. Oh, was bist du denn? Was ist das? Achso, Bären. Okay. Die hatte ich dann wohl mal irgendwann dorthin gelegt. So, eine kleine Kiefer. Zack. Und nochmal. Sadele. Okay, jetzt kann ich mich gar nicht mehr bewegen. Nein, das gefällt mir jetzt aber nicht, wenn ich das jetzt hier auf Biegen und Brechen hinsetzen muss. Gut, dann. X ablegen. So, kann ich mich jetzt wieder bewegen? Jo. Dann werden wir die Werkstatt jetzt einfach mal hier neben dran setzen. Gebäude, Crafting, Werkstatt. So. Mit dem Ausblick zum Fenster, zum Fenster sag ich schon, zum Fluss. Zack. So, der allsehende Blick, wo habe ich meine Rundhölzer und reife Bären? Speere, genau. Nehmen wir das doch mal direkt mit. Ui. Oh, okay. Hopp, hopp. Stöcke, easy peasy. Haben wir da noch irgendwas für? Stroh. Stöcke. Stöcke habe ich ja massig. Ich weiß gar nicht, warum ich die ganze Zeit umpacke. So, essen wir mal kurz mal was. Fleisch muss ich gleich mal noch anbraten. Essen wir mal ein Brötchen, hm?
Hallo, Tür öffnen. Dankeschön. So. Kann ich das jetzt einfach ablegen? F-Transfer, gut. Ich weiß noch nicht, was ich mit den Pelzen machen muss. Deswegen werde ich die einfach mal ablegen. Schon, die haben ja auch ein bisschen Gewicht. Aber ist ja Quatsch, dass ich die ganze Zeit mit rumtrage. So, allsehendes Auge, Rundhölzer. Haben wir da was? Bären. Rundhölzer. Zack. Also brauche ich noch ein paar Rundhölzer und ich benötige aber das Schild. Bringen wir mal kurz noch was. Plupp. Oh, wenn ich das da hinten sehe, sieht das schon ein bisschen schön aus, muss ich sagen, für ein Dörfchen. Ah ja. So, nehmen wir Schilf mit. Und ich bin gespannt, was man dann auch alles in der Werkstatt dann herstellen kann. Ist ja auch nicht ohne, glaube ich. Zack. Ich bin froh, dass sie es nicht zu realistisch gemacht haben, dass man Schilf oder Weizen auch noch trocknen muss. Das wäre natürlich total verrückt. Bam, badam, bam, bam. Vor allem dann wird sich das auch alles deutlich mehr ziehen. So. So. Ja, hallo? Los, baue. Achso, keine Energie. Aha. So, da haben wir. So, da haben wir auch genug. Also brauche ich jetzt nur noch Rundhölzer, okay. Und ich bin mal gespannt, wie sich das verhält, ob die Bäume größtenteils nachwachsen. Und wenn ja, wie lange die brauchen. Ui, hallo. So, dale. Jetzt bauen wir mal hier fertig. Die Wand fertig. Hep. Okay, brauche ich noch? Noch zwei? Bam, badam. Wenigstens ist das hier mit den Bäumen relativ entspannt und zügig erledigt. Ah, weg mit wegrollen! So, dich nehmen wir mit. Und dich nehmen wir auch mit. Oh, ich merke schon, ich bin wieder leicht überladen. Zack. Werkstatt abgeschlossen. Öffnen. So, Rundhölzer legen wir jetzt erstmal ab. Stöcke brauchen wir auch nicht. Und Stroh auch nicht. So, was kann ich denn hier jetzt craften? Okay, für den Bogen. Technologie-Schema noch nicht freigeschaltet. Aha. Okay, hier kann ich einfach nur dieselben Sachen herstellen, wie ich eh schon herstellen kann, oder was? Langweilig.
Schade. Oh, können wir mal kurz schauen? Ach so, Pläne. Okay. Wirtschaft, Lebensmittellager. Okay, also muss ich auch irgendwie Geld verdienen. Ein Steinprojektil für Armbrüste. Es kann in der Jagdhütte, Werkstatt und Schmiede gecraftet oder gekauft werden. Aha. Aha, Ja, okay. So, wann kann ich die Jagdhütte bauen? Gebäude? Ah, noch nicht genug Technologie, Survival. Okay. Also, so wie das Spiel bis jetzt aufgebaut ist, müsste ich dann halt noch mehr jagen gehen. Damit ich die Jagdhütte freischalten kann. Dann machen wir das doch einfach mal. Schauen wir doch mal, wo noch ein bisschen wild ist. Dede, dede. Hallo Wild. Oder Bambi? Soll ich mal Bambi jagen gehen? Dü-dü-dü. Oh. Eieiei. Wie viel habe ich denn? Okay, 3 Stück. Okay. Let's do that shit, Alter. Das ist ja mal ein Riesen-Oschi. Oh nein. Eieiei. Ei. Ich glaube, der hat mich ziemlich hops genommen. Aber ich war schneller. Mit einem gezielten Wurf in den Kopf. Naja. So habe ich jetzt dadurch Punkte bekommen. 21, ja. Jetzt habe ich 3 Punkte dazu bekommen. Okay. Also so läuft das Spiel so ab. Na ja, gut, macht ja auch Sinn. Wenn man ein paar Sachen öfters macht, dass man dadurch bessere Punkte bekommt oder mehr Punkte. Oh nein, scheiße. Hab ich gepennt? Cheat. Ui. Hier sind noch viele Füchse. Ah, ich bin so zittrig. Ui. Langsam. Okay, das war wohl nix. Den nehmen wir mit. Shit. Habe ich gerade einen Wolf gehört? Tierwölfe? Jo, wer ist denn am Rumschreien? Hier gibt es wirklich Wölfe. Ach du lieber Heiland. Der Wolf hat gerade ein Reh gejagt.
Oder sogar erlegt? Ich habe ihn erlegt. Ah ja, gut. Der ewige Kreislauf des Lebens. So, schauen wir mal. Was haben wir denn jetzt im Inventory? Fleisch haben wir genug. Leder und Pelz. So, was ist denn jetzt hier? Mehr wert. Oh, da hinten ist noch was. Gehen wir ganz langsam dran. Das wäre jetzt witzig, wenn jetzt auch noch, wenn es jetzt noch eine Windrichtung geben würde, wo man sich nähern müsste. Also, dass die euch nicht riechen können. Scheiße. Da war ja nichts. Okay, jetzt habe ich auch kein Werkzeug mehr. Keine Sperre mehr, naja. Ich würde sagen, es ist eh dunkel. Trinken wir nochmal einen Schluck? Hallo? Wenn wir daheim sind, essen wir nochmal was und dann gehen wir ins Bettchen. Und dann haben wir auch die Jahreszeit überlebt und somit auch das zweite Kapitel, denke ich mal, erstmal abgeschlossen. Oh, was haben wir denn hier? Und einen Hasen haben wir auch erjagt. Geil, geil, geil. Hopp, mal rein. Also das war ja mal richtig erfolgreich. Ui, mit Sonnenuntergang. Das ist ja ein Träumchen hier. Hallo? Tür auf. So, machen wir hier Feuerchen an. Kochen. Ah, verdammt. Hallo? Achso, ja. So, jetzt braten wir erstmal eine Runde. Ich hätte auch gerne mal andere Rezepte freischalten. Weil auf Dauer die ganze Zeit Fleisch, das ist ja nichts. Kriegt der gute Mann ja noch eine Gischtei, wenn er die ganze Zeit Fleisch isst. So. Oh, das dauert aber hier ganz schön lange. Kann sich nicht mal so einen Spieß holen oder so, dass man quasi so 5 Stück auf einmal herstellen könnte. Das wäre witzig. 13. 14. Ah, neigt sich dem Ende. Sehr gut. Was kann man denn hier noch? Ein Salzfisch. Okay, Fisch. Braucht man hierfür? Roggenkorn, Kohlfleisch, Kohl, Karotten und Fleisch, Karotte, rote Beete, Zwiebeln. Naja. Dann essen wir erstmal noch ein Brötchen. Und dann gehen wir schlafen. Oh, erst in 30 Sekunden. Dann halt erst in 30 Sekunden. Könnten wir nochmal fix trinken gehen? Legen wir noch ein paar Sachen ab. So. Leder. Jupp. Auch alles ablegen. Steine nehme ich schon mit. Egal. Und schlafen.
Kann man noch irgendwas ablegen? Was kann der denn? Ah, okay. Gesundheit. Ah, und Johanneskraut war gegen Vergiftungen. Ah, okay. Ja, ist ja gut zu wissen. Dass er auch noch extra Zeiten gibt, weil man schlafen kann. Eieiei. Und schlafen. Guten Morgen, meine Nachbarn. Kapitel 3. Okay, schließe einige Quests für Nachbarn ab. 1 von 3. Erfolgreich flirten. Hey, okay. Oh. Der Sommer ist da. Juhu. Aber die Gegend hat sich ein bisschen verändert. Alles ein bisschen farbenfroher hier. Ich würde sagen, dann gehen wir auch direkt mal auf Flirtkurs. So, Dynastie-Reputation. Jeder weitere Einwohner, den du in dein Dorf holen möchtest, wird erst dann beitreten, wenn deine Reputation hoch genug ist. Okay, wird durch Abschließen verschiedener Quests, Kapitel und Herausforderungen beworben. Es ist ein Wert, der von Generation zu Generation in deiner Dynastie weitergegeben wird, der jedoch durch fehlschlagende Herausforderungen oder schlechtes Verhalten wie Diebstahl oder Nichtzahlen von Steuern verringert werden kann. Wenn dein Ansehen unter minus 10.000 sinkt, wirst du aus dem Tal verbannt und deine Reise beenden. Okay. Ja, okay. Oh. Fest. Ich komme gerade von der Feldarbeit zurück. Harter Job, okay. Zustimmung muss 2, okay. Wie ist der Wald? Okay. Dann sehen wir uns irgendwann später. Oh, wie heißt du nochmal? Gustava. Kann ich dir bei etwas helfen? Kannst du einer Lady in Not helfen? Worum geht's? Mir fehlen ein paar Münzen zum Zahlen der Steuer. Kannst du mir die ersparen? Aber ich kann dich mit nichts anderem belohnen als mit meiner Dankbarkeit. Okay, ja, mach dir keine Sorgen. Ich besorge dir dein Geld. Quest-Bettler, okay? Okay. So, Journal. Ja, okay, ich sprich mit Nebenquests. Okay, liefere Bus. Okay, 45 Münzen. Jo, kann ich direkt machen. Hier, nimm. Mein Retter, ich werde mich bis Ende meiner Tage an deinen Namen erinnern. Möge der Glück immer auf deiner Seite sein. Easy. Ich möchte dir etwas sagen, schöne Frau. Ja, ich möchte nicht noch mehr Zeit und dich verwenden. Heirate mich. Jo, okay. Du bist genauso schön wie der blaue Himmel heute. Wir sollten irgendwann einmal Mittagessen an den Fluss gehen. Ich habe gehört, dass es diese Jahreszeit sehr schön sein soll. Ja, machen wir erstmal hier mal einen schönen Himmel. Du bist ein Schmeichler. Nun, ich danke dir so oder so. Oh, okay. Okay, Zuneigung, 5%. Geil. Okay, vielen Dank. Es wird manchmal geleert, aber wenn man so geschätzt wird, ist es schon... Ne, wird es das alles wert sein. Okay. Okay, auf Wiedersehen. Habe ich jetzt genug... Oh, ich habe sogar geflirtet. Easy. Alter, geil. So, werden jetzt hier irgendwie noch Quests angezeigt? Zeig mir deine Ware.
So. Auf Wiedersehen. Ich würde sagen, mit dem erfolgreichen Flirt von gerade eben hören wir jetzt einfach mal auf. Wir haben ja diese Folge doch relativ viel gemacht, haben Kapitel 2 abgeschlossen, haben eine Werkstatt errichtet und haben erfolgreich geflirtet. Das ist schon der helle Wahnsinn, muss ich sagen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal bei einer Runde Medieval Dynasty. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare, was man verbessern kann. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wiedersehen. Ciao, ciao.